Bevor das eigentliche Video jetzt beginnt, wollte ich mich nur mal eben schnell bei euch entschuldigen, denn ich habe mich gestern total erkältet und deshalb hört sich meine Stimme in diesem Video auch ein bisschen anders an als sonst, denn meine Nase ist total zu und außerdem habe ich auch totale Halsschmerzen und deshalb wundert euch bitte nicht, wieso ich mich heute halt ein bisschen anders anhöre als sonst. Ich hoffe aber mal, dass euch dieses Video hier trotzdem gefallen wird und deshalb würde ich jetzt mal sagen, dass wir jetzt einmal mit dem Intro beginnen werden. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch nun einen brandneuen Giftcast zu Friends Glitch zeigen, mit dem ihr in einem Durchgang bis zu 7 Autos von euren Freunden kostenlos bekommen könnt. Außerdem könnt ihr mit diesem Glitch auch Flugzeuge und sogar Spezialfahrzeuge aus dem Special Fahrzeuglager von euren Freunden bekommen und deshalb ist dieser Glitch der beste Giftcast zu Friends Glitch seit Wochen in GTA Online. Dieser Glitch ist ohne Scheiß verdammt einfach und er basiert auf dem Solo Money Glitch, den ich ja gestern bereits für euch hochgeladen habe. Außerdem funktioniert dieser Glitch komplett solo, sprich euer Freund muss euch eben nur sein Auto hinstellen, damit ihr es eben bekommen könnt und er funktioniert zu 100% auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Und deshalb würde ich mich auch riesig freuen, wenn wir heute für diesen krassen Glitch mal wieder die 777 Likes packen würden und falls dieses Video hier das erste Video von dir ist, was du gerade hier auf meinem Kanal siehst, dann klick doch jetzt einfach mal auf den Abonnieren-Button, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA 5 bzw. in GTA Online. Und falls du noch jemanden suchst, mit dem du Autos in GTA Online tauschen kannst, dann komm doch jetzt einfach mal im PSN in meine WFG Giftcast to Friends Community, denn dort warten jetzt mittlerweile auch schon über 14.000 Mitglieder drauf, mit jemandem Autos tauschen zu können, also join uns am besten heute noch. Aber ich würde mal sagen, dass ich jetzt an dieser Stelle genug rumgelabert habe, lasst uns jetzt endlich mal mit den Vorbereitungen für diesen Glitch beginnen, also auf geht's. Für diesen Glitch braucht ihr zunächst einmal eine eigene Basis und diese Basis muss wirklich komplett voll sein mit Autos. Außerdem braucht ihr in eurer Basis auch noch ein Fahrzeug, welches ihr opfern könnt und da kann ich euch wie immer nur einen LG RH8 empfehlen, da dieser eben kostenlos ist. Aber falls ihr eben noch irgendwelche andere Fahrzeuge habt, die ihr nicht mehr benötigt, dann könnt ihr diese selbstverständlich auch in eure Basis packen und diese dann am Ende des Glitches opfern. Und falls ihr eben mehrere Autos auf einmal bekommt, dann braucht ihr hier drinnen natürlich auch mehrere LGs bzw. mehrere Autos, die ihr opfern könnt. Außerdem braucht ihr noch einen eigenen Deluxo und dieser Deluxo muss sich in irgendeiner anderen Garage befinden als wie eben in der Basis, damit ihr nämlich gleich, wenn ihr mit dem Deluxo auf die Basis zufahrt, damit ihr nämlich dort dann die Meldung bekommt, dass eure Basis wirklich komplett voll mit Autos sei und dass ihr dort eben ein Auto austauschen müsst. Und zu guter Letzt braucht ihr jetzt noch eben die Hilfe von einem Freund, denn dieser muss euch ja sein Auto geben, aber vielmehr muss dieser im Grunde gar nicht machen, denn dieser Glitch funktioniert im Grunde komplett solo. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendein Auto in irgendeiner Lobby seht, dann könnt ihr diesen Glitch auch komplett solo machen, indem ihr einfach dieses Auto euch klaut, das Auto vor eure Basis stellt und dann könnt ihr, wie gesagt, diesen Glitch komplett solo machen. Also auf Deutsch gesagt ist dieser Glitch wirklich ein Solo-Giftcast to Friends Glitch. So, habt ihr diese Dinge jetzt nun vorbereitet, dann können wir jetzt auch schon mit dem eigentlichen Glitch beginnen. Also let's go! So, ich werde euch diesen Glitch jetzt hier in diesem Video zweimal zeigen, denn zunächst einmal zeige ich euch jetzt nun, wie ihr normale Autos von euren Freunden bekommen könnt und danach zeige ich euch, wie ihr Spezialfahrzeuge und Flugzeuge von euren Freunden bekommen könnt, da ihr dort den Glitch ein wenig anders machen müsst. Aber fangen wir jetzt erst einmal mit den normalen Autos an, also dafür müsst ihr jetzt zunächst einmal mit eurem Deluxo zu eurer Basis fahren und euer Freund sollte ebenfalls mit dem Auto, welches er euch geben möchte, zu eurer Basis fahren. Seid ihr jetzt nun bei eurer Basis angekommen, dann muss euer Freund nun erst einmal sein Auto so parken, wie ich das hier im Video mache, so dass sein Auto sich in etwa dort befindet, wo ihr nämlich spawnt, wenn ihr die Basis zu Fuß verlasst. Also stellt das Auto einfach irgendwo in die Nähe des gelben Kreises vor der Basis, so wie ich das hier in etwa in diesem Video mache. Habt ihr das nun gemacht, dann steigt ihr jetzt nun in euren Deluxo und dann fahrt ihr mit eurem Deluxo auf eure Basis zu, so dass ihr jetzt nun die Meldung bekommt, dass eure Basis voll mit Fahrzeugen sei und dass ihr jetzt hier eben ein Fahrzeug austauschen müsst. Seid ihr jetzt nun in dieser Meldung, dann geht ihr jetzt einmal kurz ins PSN bzw. auf der Xbox One ins Dashboard und dann wechselt ihr eben wieder zurück nach GTA. Seid ihr jetzt nun wieder in GTA angekommen, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass die Meldung verschwunden ist und wenn diese jetzt nun verschwunden ist, dann müsst ihr jetzt mit dem Deluxo nun einmal seitlich auf eure Basis fahren, genauso wie ich das gerade hier in diesem Video mache und dann aktiviert ihr den Schwebemodus des Autos und dann fahrt ihr eben ganz vorsichtig auf eure Basis zu, so dass ihr jetzt nun eben von der Seite her die
Meldung bekommt, dass eure Basis voll mit Autos ist. So, seid ihr jetzt nun in dieser Meldung, dann wartet ihr hier drinnen noch ein paar Sekunden ab, denn nun schwebt der Deluxo noch weiter von der Basis weg, während ihr nämlich in dieser Meldung seid. Und nun müsst ihr eben warten, bis das Auto eben nicht mehr an der Basis ist. Das sollte in der Regel so circa 5 bis 10 Sekunden dauern und dann könnt ihr ganz einfach die Meldung bestätigen. Habt ihr das nun gemacht und ihr seid immer noch in diesem Deluxo drinne, dann müsst ihr jetzt mit dem Deluxo ganz einfach zu eurer Basis zurückfahren und mit dem Deluxo ganz einfach in eure Basis reinfahren. So, seid ihr jetzt nun nach einer kurzen Animation in eurer Basis gespawnt, dann dürft ihr nun das Auto nicht in eure Basis stellen, denn nun müsst ihr das Ganze so abbrechen, dass ihr eben kein Auto an dieser Stelle austauscht. Habt ihr das nun gemacht und ihr könnt euch jetzt wieder ganz normal in eurer Basis bewegen, dann müsst ihr jetzt nun zum gelben Kreis in der Basis laufen, damit ihr die Basis jetzt nun zu Fuß verlasst. Und genau das müsst ihr jetzt also auch machen, also die Basis einfach zu Fuß verlassen. Und sobald nun der schwarze Bildschirm kommt, müsst ihr die ganze Zeit nun die Dreiecktaste auf der PlayStation und die Y-Taste auf der Xbox One drücken. Und sobald ihr jetzt nun draußen angekommen seid, dann bekommt ihr die Meldung, dass eure Basis voll mit Fahrzeugen ist und dass ihr jetzt hier nun ein Fahrzeug austauschen müsst. Und nun müsst ihr wirklich ganz genau hinhören, denn nun steigt euer Charakter unter dieser Meldung in das Fahrzeug von eurem Freund ein und sobald ihr jetzt nun hört, dass ihr in diesem Auto drinne seid, dann müsst ihr hingehen und diese Meldung eben mit der X- bzw. mit der A-Taste bestätigen. So, habt ihr diese Meldung nun bestätigt, dann setzt ihr jetzt noch mit dem Auto ein kleines Stück zurück und dann fahrt ihr ganz einfach mit dem Fahrzeug von eurem Freund auf eure Basis zu. Und nun werdet ihr automatisch in eure Basis geworfen, ohne dass ihr eine Meldung bekommt, dass eure Basis voll mit Autos sei. Und nun müsst ihr eben nur noch abwarten, bis ihr eben nach der Animation wieder in eurer Basis gespawnt seid. So, seid ihr jetzt nun wieder nach einer kurzen Animation in der Basis angekommen, dann müsst ihr jetzt nur noch das Auto auswählen, welches ihr opfern wollt und boom, nun habt ihr auch schon das Auto von eurem Freund erfolgreich in eurer Basis abgespeichert. Und wenn ihr euch jetzt nun direkt das nächste Auto von eurem Freund holen wollt, dann müsst ihr den Glitch jetzt einfach wieder ab der Stelle von vorne machen, wo ihr eben die Basis zu Fuß verlasst. Sprich, euer Freund muss euch draußen jetzt nun eben direkt das nächste Auto hinstellen und ihr verlasst dann wieder die Basis zu Fuß und drückt dabei dann die ganze Zeit die Dreieck- bzw. die Y-Taste. Aber ich denke mal, dass ihr das jetzt auf jeden Fall alle verstanden habt, denn dieser Glitch ist ja wirklich mega easy und außerdem geht ja auch verdammt schnell. Und deshalb zeige ich euch jetzt nun an dieser Stelle noch, wie ihr Flugzeuge und Spezialfahrzeugen von euren Freunden bekommen könnt und diese in eurer Basis abspeichern könnt. Also zunächst einmal müsst ihr jetzt nun wieder mit eurem Deluxo zu eurer Basis fahren und währenddessen muss euer Freund nun eben mit seinem Spezialfahrzeug oder mit seinem Flugzeug zu eurer Basis kommen. In diesem Beispiel bekomme ich den P996 Laser von meinem Freund, aber wie gesagt, das geht auch mit allen Flugzeugen, mit allen Helikoptern und mit allen Spezialfahrzeugen. So, seid ihr jetzt nun bei eurer Basis angekommen, dann muss euer Freund nun erst einmal das Fahrzeug so parken, dass es so steht, wo ihr nämlich im etwa spawnen werdet, wenn ihr eure Basis zu Fuß verlasst. Ihr seht ja gerade auch schon hier im Video, wie ich eben den Laser hier in diesem Video platziert habe und deshalb stellt die Fahrzeuge am besten genauso hin, wie wir das hier in diesem Video gemacht haben. Habt ihr das nun gemacht, dann steigt ihr jetzt nun wieder in euren Deluxo ein und dann fahrt ihr mit eurem Deluxo auf eure Basis zu, so dass ihr jetzt nun eben die Meldung bekommt, dass eure Basis voll mit Fahrzeugen sei und dass ihr jetzt hier eben an dieser Stelle ein Fahrzeug austauschen müsst. Seid ihr jetzt nun in dieser Meldung, dann geht ihr wieder einmal kurz ins PSN bzw. ins Dashboard auf der Xbox One und dann wechselt ihr eben wieder zurück nach GTA. Seid ihr nun wieder in GTA angekommen, dann werdet ihr nun merken, dass die Meldung verschwunden ist und wenn diese nun verschwunden ist, dann müsst ihr jetzt nun mit dem Deluxo seitlich auf eure Basis zufahren, genauso wie ich das hier in diesem Video mache. Und dann aktiviert ihr eben wieder den Schwebemodus des Autos und dann fahrt ihr eben vorsichtig auf eure Basis zu, so dass ihr jetzt nun von der Seite her auf eure Basis zufahrt und dabei eben die Meldung bekommt, dass eure Basis voll mit Autos sei. So, seid ihr jetzt nun in dieser Meldung, dann wartet ihr hier wieder ein paar Sekunden ab, denn nun schwebt der Deluxo ja noch weiter von der Basis weg, während ihr eben gerade in dieser Meldung drinne seid.
Und nun müsst ihr eben warten, bis das Auto eben nicht mehr an der Basis ist. Und das sollte halt so in der Regel 5 bis 10 Sekunden dauern. Und dann könnt ihr diese Meldung ganz einfach mit der X- bzw. mit der A-Taste bestätigen. Habt ihr das nun gemacht, dann müsst ihr jetzt nun mit diesem Deluxo wieder zurück zu eurer Basis fahren und mit diesem dann ganz einfach in eure Basis reinfahren. So, seid ihr jetzt nun nach einer kurzen Animation in eurer Basis gespawnt, dann dürft ihr jetzt nun das Auto nicht in eure Basis stellen, denn nun müsst ihr das Ganze wieder so abbrechen, dass ihr an dieser Stelle kein Auto austauscht. Habt ihr das nun gemacht und ihr könnt euch jetzt in eurer Basis wieder ganz normal bewegen und ihr könnt in der Basis rumlaufen, dann müsst ihr jetzt nun eben zum gelben Kreis laufen, damit ihr jetzt nun an dieser Stelle wieder die Basis zu Fuß verlasst. Und sobald ihr jetzt nun eben den schwarzen Bildschirm bekommt, müsst ihr jetzt wieder die ganze Zeit die Dreieck-Taste auf der PlayStation und die Y-Taste auf der Xbox One drücken. Und sobald ihr jetzt nun draußen angekommen seid, bekommt ihr dann eben die Meldung, dass eure Basis voll mit Fahrzeugen sei und dass ihr jetzt hier nun eben ein Fahrzeug austauschen müsst. Und nun müsst ihr wieder ganz genau hinhören, denn nun steigt euer Charakter unter dieser Meldung in das Flugzeug von eurem Freund ein und sobald ihr nun hört, dass ihr jetzt nun im Flugzeug drinne seid, dann müsst ihr diese Meldung eben mit der X- bzw. mit der A-Taste bestätigen. So, habt ihr diese Meldung nun bestätigt, dann setzt ihr jetzt noch ein kleines Stück zurück und dann fahrt ihr mit dem Flugzeug von eurem Freund auf eure Basis zu. Und nun werdet ihr oben links eben eine Meldung bekommen, in der drinne steht, dass ihr dieses Fahrzeug nicht in eurer Basis abstellen könnt und deshalb müsst ihr jetzt mit dem Flugzeug auf die Mitte der Basis zufahren, so dass sich das Fahrzeug bzw. das Flugzeug genau in der Mitte auf eurer Basis befindet, genauso wie ich das hier auch schon in diesem Video mache. So, habt ihr das nun gemacht und das Flugzeug bzw. das Fahrzeug steht jetzt genau in der Mitte auf der Basis, dann steigt ihr jetzt nun aus dem Flugzeug aus und dann lauft ihr eben wieder zu Fuß zum gelben Kreis vor eurer Basis, so dass ihr jetzt nun zu Fuß in eure Basis reinlauft. So, seid ihr jetzt nun wieder nach einer kurzen Animation in eurer Basis angekommen, dann müsst ihr jetzt nur noch das Auto auswählen, welches ihr opfern wollt und boom, nun habt ihr auch schon das Flugzeug bzw. das Spezialfahrzeug von eurem Freund erfolgreich in eurer Basis abgespeichert. Und das, obwohl ihr gerade eben halt zu Fuß in eure Basis reingelaufen seid und nicht mit einem Fahrzeug reingefahren seid bzw. mit einem Flugzeug reingeflogen seid. Und nun könntet ihr den Glitch auch direkt wieder von vorne machen und zwar müsstet euch euer Freund dafür eben das nächste Fahrzeug, Flugzeug, Helikopter oder was weiß ich nicht, wieder vor die Basis stellen und ihr müsstet die Basis einfach wieder zu Fuß verlassen und da sobald der schwarze Bildschirm halt beginnt, müsstet ihr eben wieder die ganze Zeit die Dreieck- bzw. die Y-Taste drücken. Und wenn ihr jetzt nun schon mit dem Glitch komplett fertig seid und ihr jetzt nun mit einem der neuen Fahrzeuge nach draußen fahren wollt, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr jetzt nun aus dem Fahrzeug rausgeworfen werdet, mit dem ihr eben nach draußen gefahren seid und dass das Fahrzeug nun verschlossen ist. Also genauso wie beim letzten Giftcast to Friends Glitch, den ich ja gestern bzw. vorgestern war das ja, den ich dort halt für euch hochgeladen habe. Und deshalb müsst ihr jetzt hier nun auch wieder wie beim alten Glitch einmal GTA schließen und neu starten, damit ihr die Fahrzeuge jetzt auch benutzen könnt. Und danach könnt ihr die Autos auch ganz normal nach draußen fahren und die Flugzeuge könnt ihr dann nun auch selbstverständlich in euren Hangar umparken, falls euch diese eben in eurer Basis stören. Aber hey, wer hat schon ein Flugzeug in seiner Basis stehen, sieht auf jeden Fall echt geil aus. So Leute, ich hoffe mal, dass ihr diesen Glitch jetzt nun alle verstanden habt und deshalb wünsche ich euch jetzt nun viel Spaß mit diesem Glitch. Aber das soll es jetzt erst einmal mit diesem Video hier gewesen sein, denn ich bin jetzt an dieser Stelle mal raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig freshen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.